Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren strahlender Diamant und Leuchteperle Wi-Fi Belly auf diesem Kanal. Heute im Underused Team mit einem Sonnenteam, bestehend aus Heißbrockenkurtel, Wahlbrille, Tenupto, Lebenorb, Sazenia, Walscher Gardevoir, Walbandrihornior und Brunusbären, Butalanda. Die ersten drei Pokémon haben wir tatsächlich auch schon mal auf der gegnerischen Seite gesehen gehabt. Denn wir haben auch schon mal gegen ein Sonnenteam gespielt und ich hatte auch Bock auf Sonne und habe so gedacht, ey, Sazenia in der Sonne sieht halt echt nice aus. Also ich habe echt Bock auf den und mal gucken, ob das heute klappen wird. Gegen den guten Chris kämpfen wir heute mit einem auch ziemlich nice Team. Da sehen wir einen Elevoltec am Start, X-Bud, ein Ariados, ein Smogmog, Pyondragi und ein Milotic. Und tatsächlich sehen wir einige Gift-Pokémon, das heißt, Gardevoir ist natürlich ganz nice, Problem ist Pyondragi. Generell ein kleines Problem könnte Klebenetz werden, ich habe aber Turbodreher am Start. Das heißt, ich könnte natürlich direkt mal mit meinem Kurdelin, um die Sonne rauszubekommen. Und ganz ehrlich, ich werde das einfach tun. Weil dann ist die Sonne schon mal 8 Runden da. Die ist nice in dem Matchup. Wenn er wirklich irgendwie mit Klebenetz Ariados leadet, dann ist das okay für mich. Aber es ist nervt so, dass man nicht sich nochmal das Team anschauen kann, wenn man, wenn man schon A gedrückt hat. Weil letztes Mal war ich so schlau, hab mir einen Screenshot gemacht. Aber diesmal war ich natürlich nicht so schlau. Aber ich weiß es trotzdem noch, weil er so viele Giftbomben hatte. Ariados, X-Bud. Milotic war auf jeden Fall dabei, Pyondragi war dabei, Smogmog war dabei und da haben wir schon mal 5 von 6 Pokémon. Das ist doch schon mal etwas. Mein Gedächtnis ist nicht so schlecht, hey, ich habe es auch gerade erst gesehen, aber trotzdem. Da ist tatsächlich der Ariados Lead und den sehe ich sehr gerne, weil wir drücken jetzt hier immer Lavaplum, also mir fällt immer die deutsche Attacke, der deutsche Name für die Attacke nicht ein. Aber auf jeden Fall die Feuerattacke, Flammensturm. Wir haben die Verbrennungschance, was nice ist. Und können ihn direkt verbrennen, was ich mitnehmen würde. Und wenn er jetzt hier Klebenetz rauslegt, dann gehe ich auf Turbodreher und kill ihn danach. Also ich glaube sogar, ich will gar nicht für die Verbrennung haben, sondern ihn nur auf den Fokuscode runterhauen, denn ich kann dann mit Turbodreher ihn killen und das Klebenetz wieder weghauen. Perfekt, wir sehen keine Verbrennung, oder kommt die danach? Nach dem Fokuscode kommt sie, glaube ich, ja. Aber sie kommt trotzdem nicht, also alles safe, das heißt, wir können jetzt auf Turbodreher gehen. Er hatte keinen Geist-Pokémon dabei. Giftspitzen kommen, total fein für mich. Wir sind ein Spinner, also das kann er hier gerne machen. Aber wir bekommen hier mit Turbodreher die Hazards direkt wieder weg. Und haben somit schon mal das nervige Klebenetz auf unserer Seite. Und vor allem haben wir jetzt die Sonne safe draußen. Also Kurdel ist bei vollen KP. Wir können später noch die Sonne rausholen. Wir können auch noch Tarnstein rausholen. Aber fand ich jetzt nicht so worth in der Situation. Also sind natürlich nicht schlecht, aber lieber dieser Ariados schon mal weghauen. Da kommt aber Serena rein. Das ist Milotic. Ich meine, wir haben Solarstrahl im Set, klar. Aber der wird jetzt auch nicht so krass sein. Deswegen gehen wir einfach mal in Sazenia. Und können vielleicht setupen auf dem. Also er wird halt nicht so krass Schaden machen, würde ich damit sagen. Nicht, der wird nicht so krass sein. Der wird nicht so krass Schaden machen. Weil der könnte wie gesagt Eisstrahl haben. Das wäre ein bisschen nervig, aber wenn er jetzt keinen Eisstrahl hat oder es zumindest jetzt gerade nicht einsetzt auf dem Switch-In, dann kann ich mich hier gleich setupen gegen. Wir sehen tatsächlich straight den Eisstrahl sehr gut gespielt hier. Das macht auch sehr guten Schaden. Uiuiui. Sehr guter Play hier vom Gegner. Sehr guter Play. Guten Play? Habe ich guten Play gesagt? Ich weiß nicht. Die Frage ist halt, gehe ich jetzt hier auf Gigasauger oder nicht? Das hat er leider gut gemacht, ne? Ich meine, mit Gigasauger kann ich mich ein bisschen gegenheilen, aber ich weiß nicht, ob ich mich genug gegenheile. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Ja, ich glaube, wir müssen hier auf Gigasauger gehen. Leider kann Sazenia jetzt hier nicht so scheinen. Wir sehen aber den Wechsel. Ich meine, da sind natürlich jetzt auch ein paar Switch-Ins drin. Also möglich, genau wie X-Bud zum Beispiel. Wir können halt Meteorologe in der Sonne einsetzen, das wird nicht wenig Schaden machen. Hätte ich jetzt Wachstum gedrückt, wäre natürlich der Gigaplay gewesen, aber damit kann ich jetzt nicht rechnen. Weil Milotic ist halt bulky, ne? Der kann auch durchaus jetzt einfach mal drin bleiben auf dem Gigasauger. Und deswegen hätte er vielleicht drin bleiben können. Blättersturm hätte er vielleicht nicht so gut gelebt. Also nachvollziehbar, dass er wechselt. Ja, ich glaube, wir gehen drücken. Wir gehen drücken, genau. Wir drücken hier auf die Meteorologen-Attacke. By the way, wie immer, ihr seid hier benannt worden. Also Zuschauer sind die Namen der Pokémon. Das heißt, wenn ihr auch benannt werden wollt, einfach aktiv in den Kommentaren sein. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe auch immer hier wieder gegen einen Zuschauer über Discord die Kampfanfrage erhalten. Also, nur dass ihr da Bescheid wisst, ihr könnt mich gerne über Discord anhauen, aber es braucht manchmal auch, bis ich antworte. Und das ist sehr guter Schaden. Sazenia, huiuiui. Also, huiuiui, X-Bud ist aber fast down. Also, Sazenia hat jetzt leider jetzt nicht gesweept oder so, aber allein dieses X-Bud so krass angehauen, was echt unglaublich ist. Also, das ist wirklich, hui.
Aua. Aua, Sazenia. Das tat weh. Ich würde, glaube ich, dieses Team immer noch mal gerne spielen, weil ich glaube, das böllert schon richtig hart rein. Wir könnten jetzt in Rihorniok gehen, weil so viel sollte er dagegen nicht tun können. Ja, wir haben auch noch unser Gardevoir, aber solange Piondragi da ist, ja, können wir mit Gardevoir halt auch nicht so frei herumhantieren, ne? Die Frage ist, was ist so sein Steinkanten-Switch-In, ne? Nicht wirklich was. Heißt, wir können jetzt einmal auf Steinkante gehen, ja. Ich glaube, das tun wir auch. Wahlbahn Steinkante wird guten Schaden machen. Er geht mit der Kehrtwende raus, chippt mich minimalst an. Aber der Chip ist halt komplett okay für mich, weil wir drücken jetzt eine Wahlbahn Steinkante raus. Und Rihornio bockt einfach. Der böllert jetzt einfach was umgefühlt. Also ich glaube nicht, dass er Smogmog One-Hit-KO'n wird, aber Two-Hit-KO'n wird er den auf jeden Fall. Wobei ich da vor Irrlicht aufpassen muss. Da kommen die Knutschkugel rein, das hört sich doch nach Smogmog an. Genau. Und Smogmog bekommt keine Steinkante ins Gesicht, weil Steinkante daneben geht. Ah, okay, schade. Cool. Joa, wollen wir die Verbrennung haben? Eigentlich ja weniger. Ich glaube, wir gehen hier auf Tenupto. Wir riskieren die Matschbombe, aber ich glaube nicht, dass er auf die Matschbombe hier in der Situation geht. Wir hoffen jetzt auf das Irrlicht, weil wir Feuerfänger haben. Let's go! Und jetzt, Leute, jetzt kommt etwas, was teilweise so traurig ist zu sehen, weil Tenupto, schaut euch den an. Der könnte so cool aussehen und der hat einfach keine Flamme da. Aber was nicht so traurig ist, wir böllern jetzt eine Eruption in der Sonne. Feuerfänger boostet ins Gesicht von irgendeinem Pokémon und das wird droppen. Also wenn Milotic reinkommt, das wird getourt KO'd. Hundertprozentig. Milotic kann bulky sein, wie es will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Milotic das nehmen wird. Zweimal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn doch, Chapeau an Milotic. Wir sehen es vielleicht jetzt. Da kommt Serena rein. Komm. Tenupto weht ich kann reden. Enttäuscht mich. Ich bin einfach gerade so hyped. Deswegen kann ich nicht reden. Das geht auf ein Sprachzentrum. Let's go. Was ist ein Switchin? Also jetzt mal ernsthaft. Was ist ein bulky Water-Type? Das existiert nicht. Existiert einfach nicht. Und jetzt ist die Sonne zwar weg, aber das hat so viel Schaden gemacht, dass mir das egal sein kann. Wir gehen einfach nochmal auf Eruption. Schaut euch Tenupto an, wie der einfach böllert. Feuerfänger boostet. Was eine nice Fähigkeit. Die hat es ja, glaube ich, auch erst in Gen 6 bekommen. Also die hat Tenupto, glaube ich, erst in Gen 6 bekommen. Durch ein Event. Ich glaube, das müsste Gen 6 gewesen sein. Da haben dann Impagator und Tenupto jeweils zwei gute Fähigkeiten bekommen mit Ruhe, Gewalt und Feuerfänger. Ich glaube, in Gen 5 zum Beispiel hatten sie die auch noch nicht. Also, sehr, sehr krass. Also, die hatten es in der Theorie, aber ich glaube nie offiziell. So, kommt der rein. Aber ist der Gewahlschalt so, wer reinkommt? Weil die Sache ist, ich bin schneller als der und würde ihn umboxen. Aber er muss dann ja Gewahlschalt sein, ne? Muss er fast schon. Und auf Erdbeben gehen. Das heißt, wir könnten jetzt hier in Butalanda reingehen. Ich meine, wenn er jetzt hier auf Ice Heap geht, Gigaplay. Also, das wäre ein richtig krasser Play. Aber kann er sich das erlauben hier? Ich glaube nicht, ne? Erdbeben kommt, perfekt. Jetzt werden wir auch gleich sehen, ob er Gewahlschalt ist oder nicht. Wenn er hier drin bleibt und auf Ice Heap geht. Die Frage ist, will ich Drachentanz-Setup mir holen? X-Bad ist fast tot. Smogmog lebt halt noch. Ja, das heißt, wir können da eh nicht durchbrechen, wirklich. Wir könnten jetzt einfach mal Damage raufbekommen. Oder, wisst ihr was ich jetzt hier lieber tue? Doublen hier raus. Wir scouten so gesehen auch gleichzeitig für den Ice Heap, weil er ist drin geblieben oder wechselt. Warte mal kurz. Hier der Voltec. Also ich bin als erstes rausgewechselt. Das heißt, entweder ist er nach mir rausgewechselt und ist damit nicht gewahrscheinlich. Oder ja, er ist nicht gechoiced. Alter, let's go. Weil wir haben jetzt hier damit gescoutet mit unserem, das ist ein Leben-Offset sogar, mit unserem Kurtel. Das heißt, wir hätten mit Eruption ihn einfach umhauen können. Ich glaube, Eruption hätte gekillt. Die Sonne war zwar nicht mehr da, aber ich glaube, es hätte gekillt. Aber das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, wir könnten uns den noch aufsparen für die Sonne. Er wird halt auf Erdbeben gehen. Das ist gut zu wissen. Weil der Voltec hat nur 95 Base Speed. Tenupto hat 100. Butalanda auch. Wir könnten... Ich will eigentlich einfach nur mein Tenupto reinhauen und böllern. Das ist gerade mein einziger Plan, wenn ich ehrlich bin. Weil es böllert ja alles um in seinem Team. Also wirklich alles. Ich denke... Ja, wir haben Butalanda wieder rein. Wir hauen hier wieder Butalanda rein, haben die Sonne wieder aktiv, was cool ist. Wir werden dann einfach auf Erdbeben gehen, bekommen damit einen Hochmut-Boost. Dann geht wieder auf Erdbeben, perfekt. Er muss es ja auch machen. Also er hat keinen anderen Play, ne? Er kann natürlich predikten oder so, aber was soll er predikten? Ich kann auch in andere Pokémon gehen. Ich habe ja nicht nur Butalanda hier als Switchin gerade. Ja, dann können wir einfach auf Erdbeben gehen. Wir sind schneller. Diesmal geht er vielleicht in Smogmog rein. Aber ja, wir sind schneller und damit
stirbt ihr Wojtek, weil ihr Wojtek hat jetzt nicht den besten physischen Verteidigungswert. Und das ist unfassbar gut. Das ist unfassbar nice, den wegzuhauen. Hochmut kommt. Ich glaube nicht, dass mir das so viel bringt, weil da ist halt immer noch Smogmog, X-Batte schneller und so. Ich würde eigentlich am liebsten nochmal auf das Smogmog jetzt gleich in Tenupto reinwechseln. Mache ich das? Er muss ja fast auf mit Smogmog auf Ehrlich gehen. Oh, er geht auf Henrik rein, ne? Ja, ich glaube, da drückt mir jetzt Wutanfall, ne? Oder nicht? Ich meine, der ist halt noch nice, Butterlander. Der bekommt halt viel Sturzflugschaden. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe auf Rihornior. Weil ich möchte auf jeden Fall mit Tenupto noch. Also, Tenupto jetzt hier nicht noch einen Kill nicht zu gönnen, das wäre ja unglaublich. Das wäre einfach frech nach der Leistung gerade. Hat er verdient. Oh, er geht auf Ruheort. Da hätten wir sogar mit Wutanfall ihn killen können. Ich dachte, ich gehe halt auf Sturzflug, um einfach sehr viel Schaden auf Butterlander zu bekommen. Um möglichst viel mit dem zu machen. Aber so macht es das natürlich auch nicht allzu schlecht für mich. Weil wir bekommen jetzt hier dieses Mal eine Steinkante raus, wenn sie denn trifft. Kernfenne kommt wieder. Wir sind gespannt, ob die Steinkante trifft. Wenn nicht, schade aber auch. Die Frage ist, wenn er jetzt ins Smogmog geht. Er wird doch nicht nochmal auf Erdig gehen, ne? Er wäre cool. Ich würde so gerne nochmal dann auf Dingens gehen, auf meinen Tenupto. Ja, da kommt Piondragi rein. Piondragi? Ach, come on. Aber hat keinen Aquatail, warte mal. Es hat gemisst, ne? Ja, wir können trotzdem müssen weiter auf Steinkante gehen. Der hat keinen Nassschweif mehr. Nee, doch Schwertanz. Ich meine, das ist okay. Rihornior ist bulky wie sonst was. Das Wichtige ist halt, dass wir den auch outspeeden mit einigen Pokémon. Und wenn der weg ist, dann kann sowieso Walscher Gardevoir gewinnen. Pff, das killt den einfach fast, ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem an ja, dem Team. Was macht der gegen Rihornior, ne? Balban Rihornior böllert den so richtig hart um. Außer natürlich Steinkanne misst jedes Mal. Dann böllert es natürlich nicht um. Die Sache ist, er hat halt zwei Pokémon, die fliegen. Ich muss ja auf Steinkanne gehen. Was soll ich sonst einsetzen? Feuerschlag könnte ich noch einsetzen, klar. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt der Way to go gewesen. Leider ist Pindrag auch kein Käfer-Pokémon. Naja, egal. Wisst ihr, was wir einfach jetzt tun werden? Wir gehen in Tim rein und böllern mit Eruption was raus. Die Sache ist, Feuersturm wäre natürlich schlauer, weil sobald wir angechippt werden, Hitzekoller wäre natürlich schlauer. Weil sobald wir angechippt werden, macht Eruption weniger Schaden. Und er kann mich mit X-Batte anchippen, klar. Aber ganz ehrlich, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Die Sache ist, ich glaube, wir hätten sogar mit Butterlander einfach gegen X-Batte gewinnen. Also wir hätten höchstwahrscheinlich mit Butterlander einfach Wutanfall drücken können. Dann hauen wir X-Batte weg. Dann sind wir auf plus 2, dann kommt Smogmog rein. Ich weiß ja nicht, ob wir auf plus 2 Smogmog killen. Aber er irrlichtet mich dann und dann two-shotte ich den, dann kommt halt Piondragi rein, es kommt auf was Ähnliches hinaus. Ich glaube, mit Butterlander hätte ich aber das Match sogar noch schneller beenden können. Er geht so ein Smog. Minjung, hast du nicht gesehen, wie mächtig dieses Pokémon ist? Hast du nicht gesehen, wie mächtig Tenupto ist? Schaut den euch an! Schaut ihn euch an! Was eine pure Zerstörung hier heute! Die Sache ist natürlich, ich versuche auch viele spannende Kämpfe hier auf diesen Kanal zu bringen und auch viele Kämpfe, die, wo man bis zum Ende mitfiebert. Aber ich finde, aus vielen Kämpfen kann man was lernen. Ich meine, ich lade ja auch meine Niederlagen hoch, ne? Ich lade ja nicht nur meine Wins hoch, sondern auch meine Losses, weil ich halt der Meinung bin, dass man auch aus vielen Kämpfen was lernen kann. Auch aus diesen Böller-Matches, wo einfach Pokémon wie Tenupto einfach durchgeht, weil es keine Switch-Ins gibt. Er kann jetzt, glaube ich, auf Ward so. Ja, weiß ich gar nicht, ob er das kann. Ich weiß nicht, ob er sich gegen einen kann, wegen auf Eruption. Und dementsprechend, ja, das ist einfach so ein cooler Kampf, der mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, euch auch. Deswegen, auch wenn das jetzt halt nicht diese Spannung pur war bis zum Schluss, wie zum Beispiel das vorletzte Wi-Fi-Battle, da haben wir halt trotzdem einfach mal eine nice Zeit mit dem guten Boy Tenupto gehabt, der endlich mal wieder scheinen konnte. Und manchmal hast du halt solche Matches. Vor allem glaube ich auch, dass der Chris jetzt nicht der erfahrenste Spieler überhaupt ist. Aber das merkt man ja auch manchmal. Und das ist ja auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Ich versuche einfach eine Mischung hier für euch zu zeigen aus sehr spannenden Kämpfen und lehrreichen Kämpfen und auch Kämpfen, in denen man Pokémon einfach komplett rasiert. Wie zum Beispiel Tim, der aber weggecredited wird. Weißt du, dem wird nicht mal der Kill an sich gegönnt, aber andererseits, der besiegt sich eh durch Sturzflug und somit ist das technisch gesehen auch Tenupto's Kill. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Kämpfe dieser Art sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Ich habe genug getalkt für heute. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Einfach mal reinböllern. Bis dann und ciao.